Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, ich kann mich ehrlich gesagt an die zum Teil einschläfernden Schönreden, die ich hier heute vielfach gehört habe, nicht anschließen. Deswegen werde ich das mal ein bisschen knackiger machen. Wir haben uns mit zwei Punkten hier noch beschäftigt, die uns hier vorgelegt worden sind. Sie erklären hier die Notlage nach § 18b der Landeshaushaltsordnung für die Jahre 2021 bis 2023. Woher wissen Sie eigentlich, dass wir das so brauchen, wo eine solch weitreichende Erklärung der Notlage? Das wissen Sie nicht, das wissen wir nicht. Eine noch weitergehende Verschuldung über weitere 1,9 Milliarden Euro, nachdem wir bereits 1 Milliarde für das CFOG aufgenommen haben, bereits 2 Milliarden für den Corona-Rettungsschirm, erscheint unverantwortbar. Und wenn hier irgendjemand ein Big Spender ist, Herr Redmann, dann sind es Sie als Koalition und nicht irgendwelche anderen Leute. Und wo bleibt die oft zitierte, von der CDU und von den Grünen eingeforderte Generationengerechtigkeit? Die habe ich auch noch nicht wiedergefunden in diesem Haushalt. In unserer Landesfassung steht übrigens drin, dass wir eine Schuldenbremse haben. Es scheint aber bei Ihnen noch nicht wirklich angekommen zu sein. Da haben Sie geflissentlich drüber hinweggeredet. Es steht übrigens in Ihrem Koalitionsvertrag auch drin, ich zitiere, die Koalition wird alle Vorgaben der Schuldenbremse erfüllen. Wo hält sich jetzt die Koalition an diesen Vertrag und wo hält sie Wort, Frau Lange? Sie machen nicht den Eindruck, als ob Sie sich irgendwie an irgendwas in dieser Hinsicht halten wollen, sondern Sie machen den Eindruck, die Schuldenbremse mit allen Mitteln umgehen zu wollen. Sie hatten offenkundig nicht die Kraft, sich auf Kürzungen oder Streichungen innerhalb der Koalitionsfraktionen zu verständigen. Schulden machen ist ja auch viel einfacher. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, danke. Damit steht für Sie die Erhaltung der Koalition und Ihr fragiler Zusammenhalt offenkundig über der Einhaltung der Schuldenbremse, über einem sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den Steuermitteln unserer Bürger. Sie werden mit dem Beschluss dieses Haushalts bis zu 4,9 Milliarden Schulden aufgenommen haben. Das ist rund ein Drittel des Jahreshaushalts. Jetzt stellt sich schon die Frage, wo stehen wir jetzt? Wie war das mit dem Wasser an der Unterlippe, Herr Redmann? Also offensichtlich ist die Landesregierung jetzt schon längst untergegangen. Also etwas Schockierenderes als das, innerhalb so kurzer Zeit fast 5 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen, habe ich lange nicht gehört und nicht mitbekommen. Damit wischen Sie übrigens auch die Erfolge der Haushaltskonsolidierung, die wir mühevoll und unter Schmerzen durch die Bürger erreicht haben, einfach mal so, ohne mit der Wimper zu zucken, vom Tisch. Und wo sind die Vorkämpfer der Sparsamkeit von der CDU und von den Grünen? Ich habe mich mal umgeschaut, was die haben die so da gesagt. Herr Breetz zum Beispiel in der Haushaltsdebatte 2018, Zitat, das heißt, von der Rücklage von 1,9 Milliarden Euro werden sie 1,2 Millionen verbraucht haben. Das heißt, im Laufe des Jahres 2021 wird die nächste Landesregierung, 21 wohlgemerkt, in der Situation sein, harte Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen zu müssen, weil sie Brandenburgs Reserven bis dahin komplett verfrühstückt haben. Ja, werter Kollege Breetz und Kollegen von der CDU, was machen Sie jetzt? Es geht doch viel weiter. Sie verfrühstücken nicht nur sämtliche Rücksagen, sondern häufen auch noch astronomische Kreditberge auf. Und weiter, Herr Breetz, obwohl Sie Schulden getilgt haben, sind wir der Meinung, dass hier mehr hätte passieren können. Denn das ist das, wo es in der Zukunft darum geht, was Sie enkelgerecht nennen. Ja, Herr Breetz, wo ist jetzt die Enkelgerechtigkeit Ihres Haushaltsvorschlags? Und letzter Punkt von Herrn Breetz. Uns ist das Thema Schuldentilgung sehr wichtig. Deshalb betrifft unser Antrag mit 100 Millionen Euro in diesem Bereich. Wirklich ist die Schuldentilgung der CDU und Ihnen, Herrn Breetz, noch wichtig? Das kann ich hier wirklich überhaupt nicht erkennen. Und auch Kollege Herr Vogel, der für die Grünen damals über die Sparsamkeit gewacht hat, hat ausgeführt, stattdessen gibt Rot-Rot erst einmal Vollgas bei den Ausgaben, als gäbe es kein Morgen. Nicht genug, dass die Mehreinnahmen im Doppelhaushalt vollständig verausgabt werden. Es wird auch noch eine allgemeine Rücklage halbiert. Und weiter, Herr Vogel, eher der Haushalt hart noch der Konsolidierung oder anders ausgedrückt, die Finanzpolitik hat keine Substanz. Sie ist weder enkeltauglich noch nachhaltig. Werter Kollege Vogel und liebe Kollegen von den Grünen, wo ist jetzt die Enkeltauglichkeit des jetzt vorgelegten Haushaltes? Ich kann sie nicht erkennen. Und von den Einschnitten, die angekündigt wurden, sehe ich auch nichts. Wie wollen Sie als Regierungskoalition bloß den Eindruck aus der Welt schaffen, dass Sie nach dem CFOG mit 1 Milliarde und nach dem Corona-Rettungsschirm mit 2 Milliarden Schuldenaufnahme
in ein hemmungsloses Schuldenmachen verfallen sind. Denn offenkundig ist ihnen ein sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den Steuermitteln unserer Bürger egal. Die Schuldenbremse in der Landesverfassung und Grundgesetz egal. Die Belastung zukünftiger Generationen egal. Und ist das Ihr Bekenntnis zu den Brandenburgern, Herr Stohn, was Sie vorhin vorgetragen haben? Mir fällt zu einem solchen Gebaren leider nur ein, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Auf jeden Fall werden Sie mit dieser Art von Haushaltspolitik bestimmt in die Geschichte eingehen. In diesem Zusammenhang wollen Sie nun auch noch einen Schattenhaushalt, der wird Sondervermögen genannt, Brandenburg stärken für die Zukunft sichern, einführen. Was für ein euphemistischer Titel. Wenn es aber nur darum ginge, würde ich sagen, okay, ist nicht so wichtig, gucken wir nicht genauer hin. Leider steckt hier der Teufel im Detail, denn Sie behaupten, nur dieses Sondervermögen würde eine transparente, übergejährige und bedarfsgerechte Darstellung der vom Land Brandenburg zur Verfügung gestellten Mittel absichern. Wieso eigentlich Kreditermächtigung bis 2023? Sie verlängern doch die Notlagenverordnung nur bis zum 30.06.2021. Demnach wäre jede weitere Kreditaufnahme nach diesem Datum ein schwerer Rechtsverstoß gegen das Grundgesetz und die Landesverfassung, in dem nicht ohne Grund eine Schuldenbremse steht. Aber es kommt noch besser. Sie schreiben in Ihrem Einleitungstext zum Gesetzentwurf unter Lösung, Zitat, mit Abschluss des Haushaltsjahres 2021 wird der Teil der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung des Jahres 2021 zur Finanzierung unabhängiger Folgen das Sondervermögen transferiert. Zitat Ende. Zugleich, und jetzt wird es spannend, wird Ende 2021 das Volumen der Kredite aus dem CIFOG, also Ihrem Zukunftsinvestitionsprogramm, was 1 Milliarde betrug, auf 80 Millionen Euro zusammengeschmolzen sein. Sie haben also innerhalb von einem Jahr alles rausgeschmissen, was da war. Und jetzt zählen wir einfach mal eins und eins zusammen. Werden also die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des neuen Sondervermögens in Höhe von 1,9 Milliarden Ende 2021 genau dahin transferiert, dann schaffen Sie sich offenkundig genau auf diesem Wege einen Topf, aus dem Sie Ihre Wunschprojekte der Koalition weiter bedienen wollen, nachdem Sie ja das CIFOG bereits ausgeschöpft haben. Heimlich, still und leise setzen Sie Ihre Sachen um. Ich finde sehr klug und sehr trickreich eingefädelt, bemerkenswert. Nur, dass es sich mit der Schuldenbremse nicht verträgt und dass es hier offensichtlich allein um den Halt der Koalition geht, das finde ich schon ziemlich schockierend. Und dieser Schattenhaushalt unterliegt der Verausgabung im Landtag nur noch einmal im Jahr und es wird kein Haushaltsvorbehalt mehr bestehen. Das heißt, wir verschlechtern uns dramatisch, denn der bisherige Corona-Rettungsschirm hat einen Haushaltsvorbehalt ab der zweiten Milliarde und die Finanzministerin muss auch im Ausschuss Haushalt und Finanzen jederzeit darüber berichten. Also, Sie versuchen munter und ungestört, ohne solche Transparenz, ohne solche Kontrolle, sich aus dem Schattenhaushalt zu bedienen, um Ihre Lieblingsprojekte umzusetzen. Koalitionserhalt geht offensichtlich vor Land und Menschen. Denn wenn es wirklich um eine Abfederung der Corona-bedingten Folgen ginge, wäre ein Schattenhaushalt überhaupt nicht erforderlich. Denn wir haben ja noch in dem Corona-Rettungsschirm, dem die 2 Milliarden ursprünglich ermöglichte, fast 1,3 Milliarden übrig. Ich muss Sie bitten, jetzt leider zum Schluss zu kommen. Ja. Ja? Wenn also überhaupt ein Instrument erforderlich wäre, warum machen wir es dann nicht ganz einfach? Wir übertragen einfach diese Kreditvolumina aus dem Corona-Rettungsschirm, führen die fort. Im Ergebnis hätten wir weiterhin Kreditvolumen zur Verfügung, das noch nicht ausgeschöpft ist. Wir hätten weiterhin Kontrolle, wir hätten weiterhin Transparenz und wir hätten keinen zusätzlichen Schattenhaushalt. Deswegen legen wir auch einen entsprechenden Antrag vor, der Ihnen zugegangen ist, das entsprechend zu handhaben. Denn wir als Landtag wollen uns nicht selbst entmachten, dass wir sozusagen weder transparent haben noch den Haushaltsvorbehalt mehr ausnutzen können. Dankeschön.